Die Champions League ist der wichtigste Vereinswettbewerb im europäischen Fußball und in diesem Video werde ich mit allen 32 Teams die Champions League simulieren und versuchen, so oft wie möglich den Titel zu holen. Und den Anfang macht laut Glücksrad der FC Barcelona. Naja, und dann gucken wir mal, ob die Katalanen in der Todesgruppe mit Bayern, Inter Mailand und Viktoria Pilsen weiterkommen können. Und das erste Spiel gegen den FC Bayern geht schon mal standesgemäß verloren. Ja, perfekter Start und auch gegen Inter kassiert man. Eieiei, gegen Pilsen ist man jetzt schon unter Druck und gewinnt 4:1. Der erste Sieg in diesem Experiment, Freunde, ist... Und nach zwei weiteren Siegen gegen Pilsen und Bayern und einer Niederlage gegen Inter Mailand reicht es für Barcelona trotzdem, als Zweiter weiterzukommen. Junge, ganz wilde Hase, anders als im Real Life, und der FC Bayern ist einfach raus. Hui, Achtelfinale gegen Man City, geht sich da was aus? Und ja, das Hinspiel gewinnt man mit 2:1. Und das Rückspiel? Sü, auch das gewinnt man mit 2:0. Haut Man City raus und steht direkt im Viertelfinale. Oh Gott, stellt euch vor, wir gewinnen das Ding hier mit Barca direkt. Viertelfinale. Gegen Atletico. Ja, Hinspiel verlieren wir schon mal 1:2. Und das Rückspiel gewinnen wir mit 3:1 und wir stehen direkt im Halbfinale. Was ist denn hier los? Junge, Barca kann Europapokal. FIFA ist wirklich unrealistisch. 1:0 Niederlage im Hinspiel gegen die Spurs, aber das drehen sie sicher im Rückspiel noch. Oder auch nicht. 0:2 Niederlage und Barca scheidet im Halbfinale aus. Unser erstes Team Barca hat also das Viertelfinale erreicht. Wir tragen das in unsere schlaue Liste ein und drehen zum nächsten Mal das Glücksrad. Und das nächste Team, das die Champions League attackiert, ist Celtic Glasgow. Und das wird eine richtig knifflige Gruppe mit Real Madrid, RB Leipzig und Shakhtar Donetsk. Vermutlich zu knifflig. Und Freunde, nach zwei 1:0 Siegen gegen Shakhtar Donetsk ist für Celtic Glasgow am letzten Spieltag tatsächlich noch alles möglich. Um in die K.O.-Phase zu kommen, müssen sie jetzt nur Real Madrid schlagen. Und Süde gewinnt 2:1, das gibt's nicht. Und Celtic Glasgow steht in der K.O.-Phase. Ja, bist du bekloppt. Leipzig und Celtic Glasgow gehen weiter und Real Madrid einfach in die Euroleague, Freunde. Das ist die erste Überraschung im Video und vielleicht können sie ja auch gegen den AC Mailand überraschen. Hm, Hinspiel 1:1. Aber im Rückspiel eine knappe 1:2 Niederlage und das aus im Achtelfinale. Aber ganz ehrlich, ich komme mir noch nicht klar, dass die Jungs Real Madrid rausgehauen haben. Wir tragen das Ergebnis von Celtic Glasgow in unsere schlaue Liste ein, drehen das Glücksrad und das nächste Team sind einfach die Glasgow Rangers. Ob die mit dem Kader die Champions League gewinnen können, weiß ich nicht. Aber das wäre mein großes Ziel, Freunde. Denn meine Challenge in diesem Video lautet, ich muss 4 Champions League Titel gewinnen. Und sollte ich das nicht schaffen, dann muss ich eine Bestrafung machen. Dazu aber später mehr. Wir gehen jetzt rein in die Gruppe der Glasgow Rangers und gucken, ob sie wie Celtic überraschen können. Antwort, nein. 0 Siege, 15 Gegentore und gerade mal 3 Punkte auf dem letzten Platz. Das war nix für die Glasgow Rangers. Die Rangers haben nicht überzeugt und sind jetzt das erste Team, das ins Gruppenphase-Tier reinkommt. Und wir drehen wieder das Glücksrad. Und als nächstes ist der AC Mailand dran. Und zumindest die K.O.-Phase sollte in der Gruppe mit Chelsea, Salzburg und Zagreb auf jeden Fall möglich sein. Der Krach am ersten Spieltag gegen Chelsea geht aber schon mal verloren. Aber am Ende reichen die Mailänder 2 Siege und 8 Punkte für Platz 2 in der Gruppenphase. Und im Achtelfinale geht's gegen die Glasgow Rangers. Sekunde, what? Bruder, die wurden vorher bei uns Letzter und gewinnen jetzt die Gruppe mit Liverpool, Napoli und Ajax. FIFA ist manchmal einfach so lost. Na gut, Milan freut sich über ein leichtes Viertelfinale. Und über ein entspanntes Achtelfinale, dass sie gerade so 4:3 im Elfmeterschießen gewinnen. Im Viertelfinale war dann aber gegen Juventus Turin Schluss. 1:2 im Hinspiel, 1:3 im Rückspiel und damit das Aus für den AC Mailand. Aber gut, damit hat Milan bisher mit dem FC Barcelona das beste Ergebnis erzielt. Wir drehen wieder das Glücksrad und das nächste Team ist Maccabi Haifa. Und die sind leider nicht in FIFA. Für dieses Video werden sie daher von Panathinaikos Athen ersetzt. Und naja, Panathinaikos hat exakt einen Punkt in der Gruppenphase geholt und mit 2:6 gegen Benfica sogar die höchste Niederlage in diesem Video bisher einstecken müssen. Und ganz ehrlich, mit dem Ergebnis wandern sie natürlich straight ins letzte Tier. Wir drehen wieder das Glücksrad und ich hätte schon langsam jetzt mal Bock auf ein deutsches Team. Come on, Glücksrad, gönn doch. Und es wird Benfica Lissabon. Nicht so ganz ein deutsches Team. Aber wir bleiben hier in Gruppe H und gucken, ob Benfica wie im Real Life überzeugen kann. Und leider nein, sie verkacken es mit einer 1:4 Niederlage am letzten Spieltag gegen Juventus und sind ganz, ganz knapp auf Platz 3. Das ist bitter. Benfica war stark, aber reiht sich trotzdem hier im letzten Tier ein. Und wir drehen wieder unseren guten Freund das Glücksrad und es landet auf Juventus Turin. Junge, wir bleiben schon wieder in Gruppe H. Aber von dem Juve-Kader erwarte ich mir jetzt einiges. Halbfinale ist mindestens Pflicht. Die erste Pflicht ist erfüllt, die Gruppenphase ist überstanden und Paris ist jetzt einfach ausgeschieden. Come on, Benfica, hättet ihr das nicht bei der vorigen Simulation schaffen können? Aber egal, im Achtelfinale setzte man sich mit 2 souveränen Siegen gegen die Tottenham Hotspurs durch und im Viertelfinale ganz, ganz knapp gegen den FC Sevilla. Und Freunde, ich hab's euch gesagt, mit dem Kader ist mindestens Halbfinale drin und genau dort stehen wir jetzt und zwar gegen den FC Barcelona. Dann gucken wir mal, ob wir uns gleich im Hinspiel eine gute Ausgangsposition schaffen können. Ja, 1:2 Niederlage, aber da ist noch was möglich. Wir müssen nur das Rückspiel gewinnen und wir stehen im Finale. Ja, never mind, wir verlieren mit 1:0. Gut, Halbfinale ist okay
und das beste Ergebnis bis jetzt. Aber Freunde, ich habe ja auch noch eine Bestrafung, falls ich die Challenge nicht schaffen sollte. Denn sollte ich in diesem Video nicht zumindest mit 4 verschiedenen Vereinen die Champions League gewinnen, muss ich mitsamt meinen Klamotten in eine Badewanne gefüllt mit Eiswasser springen. Gar keinen Bock drauf. Na, dann hoffen wir mal, dass das Glücksrad jetzt ordentlich gönnt und ich vielleicht im nächsten Versuch die Champions League gewinnen kann. Und wir müssen es mit RB Leipzig versuchen. Und die Gruppenphase haben wir auf Platz 2 überstanden. Wer weiß, vielleicht können wir ja jetzt überraschen. Nope, können wir nicht. Eine 2-3 Niederlage und ein 1-1 Unentschieden gegen Atletico reicht nicht und wir scheiden im Achtelfinale aus. Ja, Freunde, und ganz ehrlich, ich habe schon langsam Bock, hier mal die obersten beiden Tiers zu füllen. Wir gucken, wen wir als nächstes drehen. Komm schon, Glücksrad, bitte, bitte, bitte. Oh, das sieht gut aus. Das wird Real Madrid, der Champions League-Titelfavorit und Titelverteidiger. Let's go. Also, Amigos, wenn es mit dem Kader jetzt nicht klappt, dann weiß ich auch nicht mehr. Perfekt, im ersten Spiel werden wir zu Hause direkt mal von Leipzig hops genommen. Aber danach, Freunde, haben wir mit Real kein Spiel mehr verloren, sind Erste in der Gruppe geworden und spielen im Achtelfinale gegen die Spurs. Nach einem umkämpften 2-2 im Hinspiel gewannen wir das Rückspiel Gott sei Dank mit 2-1 und Sekunde, oh mein Gott, die Spurs haben das gewonnen. Junge, wir sind im Achtelfinale raus, das gibt's nicht. Junge, ey, sag mal, wollt ihr mich verkackeiern? Der Kader kommt nur ins Achtelfinale und ist damit gleich gut wie RB Leipzig und Celtic Glasgow. Also, das muss man erstmal realisieren. Das muss man erstmal realisieren. Oh Gott, Freunde, ich bin schon langsam verzweifelt. Mit welchem Verein soll ich denn bitte hier überhaupt noch die Champions League gewinnen? Ja, jetzt vielleicht mit Atletico Madrid, dem anderen Club aus Madrid. Die Gruppenphase konnten wir wie Real vorhin ebenfalls auf Platz 1 abschließen. Aber jetzt gucken wir mal, ob wir es im Achtelfinale gegen den FC Chelsea besser machen. Und nein, das Rückspiel verlieren wir mit 1-0. Im Rückspiel gab es ein 1-1 und wir sind schon wieder im Achtelfinale ausgeschieden. Damit wandert auch Atletico zu Real Madrid ins Achtelfinale und der FC Barcelona ist einfach bisher die beste spanische Mannschaft. Es ist so lost, Freunde. 10 von 32 Vereinen sind jetzt also durch und ich habe noch 0 mal den Titel gewonnen und war noch nicht mal im Finale, Freunde. Aber wisst ihr was, ich knall mir jetzt erstmal so einen Eiswürfel und das T-Shirt, damit ich schon mal ein Feeling für die Eisbadewanne später bekomme. Oh, das ist ein Fehler, Freunde. Aber egal, noch haben wir genügend Chancen und als nächstes kommt der nächste echte Kracher, Paris Saint-Germain. Und mit denen muss jetzt einfach der erste Titel her. Aber davor lasst doch gerne noch ein Abo auf diesem Kanal da. Dankeschön. Und jawohl, PSG ist heiß, 15 Punkte, Platz 1 in der Gruppenphase. Achtelfinal-Hinspiel gegen Inter Mailand. Yes, 3-1-Sieg. Rückspiel, das ist nur noch Formsache. Ja, perfekt und wir verlieren mit 1-2. Aber egal, wir stehen im Viertelfinale. Und dort wartet der FC Porto. Die haben zwar vor 2 Jahren mal Juve rausgehauen, aber die dürften kein Problem sein. Und so ist es auch. Nach einem 3-0 im Hinspiel und einem 3-1 im Rückspiel stehen wir jetzt im Halbfinale. Und dort geht es gegen die Tottenham Hotspurs. Oh, und das Hinspiel gewinnen wir mit 4-2. Wir stehen mit einem Bein im Finale, Freunde. Jetzt bitte nur nicht das Rückspiel verkacken. No, 1-1, das reicht uns. Aber Neymar hat eine rote Karte bekommen. Oh mein Gott. Aber völlig egal, Freunde. Wir stehen im ersten Finale und dort geht es gegen RB Leipzig. Red Bull oder Scheich aus Katar, wer gewinnt hier die Champions League? Ja, come on und leck mich doch. Es ist RB Leipzig und wir gewinnen nicht mal mit Paris die Champions League. Also, es ist doch wirklich zum Mäusemelken. Super, PSG geht ins Finaltier und hat bisher das beste Ergebnis abgeliefert, aber ich habe immer noch 0 von 4 Champions League-Titeln. Naja, und dann muss dieses Problem für mich als nächstes wohl der FC Red Bull Salzburg lösen. Wenn Leipzig schon die Champions League gewonnen hat, dann doch jetzt bitte auch der nächste Red Bull-Club. Und leider nein, wir sind schon ausgeschieden und zwar in der Gruppenphase auf Platz 3. Salzburg geht also ebenfalls ins unterste Tier und der nächste Spin am Glücksrad sagt uns, nächster Titelfavorit, Manchester City. Jetzt ist es aber soweit, Freunde. Komm schon, Haaland, Junge, mach es für mich. Und Freunde, das kannst du doch niemandem erzählen. Wir scheiden hier mit Man City in der Gruppenphase aus. Und noch viel schlimmer, vor dem letzten Spieltag waren wir Erste in der Tabelle. Und dann haben wir gegen Kopenhagen verloren. Die haben genau ein Spiel gewonnen hier. Ein bekacktes Spiel. Und wir werden mit City einfach Dritter und scheiden aus. Also, schön langsam weiß ich nicht mehr, mit wem ich hier gewinnen soll. Manchester City verkackt also wieder in der Champions League, geht in das letzte Tier. Und wir gucken, wen uns das Glücksrad jetzt gönnt. Na, und es wird Bayer Leverkusen, immerhin ein deutsches Team. Und es wird mich ja nicht mal mehr wundern, wenn die das Ding jetzt irgendwie gewinnen sollten. Ja, Kommando zurück. Mit gerade mal 3 Punkten und 0 Siegen ist Bayer Leverkusen von dem Champions-League-Titel ungefähr so weit entfernt wie Schalke von dem WM-Titel. Leverkusen rein damit euch zu Man City ins letzte Tier und wir drehen wieder das Glücksrad. Und es kommt Club Brügge. Die sind in der gleichen Gruppe, aber ich denke nicht, dass die das recht viel besser machen werden. Und natürlich hatte ich recht, Freunde, denn wir haben mit Brügge original einen Punkt geholt und sind natürlich Letzter geworden. Da heißt's Brügge rein ins letzte Tier. Und Freunde, auf unser nächstes Team bin ich richtig gespannt, denn das ist laut Glücksrad Tottenham Hotspur und die waren in diesem Video bisher eigentlich immer ganz gut. Es bleibt spannend. Kann dieses Team auch mit mir als Trainer bestehen? Und die Gruppenphase haben die Spurs auf jeden Fall schon mal souverän erledigt. Aber nicht nur das. Ich bin scheinbar der richtige Trainer für Tottenham. Denn wir haben im Achtelfinale den FC Barcelona geschlagen. Im Viertelfinale den FC Chelsea. Im Halbfinale knapp den FC Porto. Und stehen jetzt im Champions-League-Finale.
Und Freunde, mir fällt gerade auf, dass Real Madrid das Halbfinale gegen Brügge gespielt hat. Junge, mit denen bin ich vorhin gerade in der Gruppenphase rausgeflogen mit einem Punkt. Also EA, es ist so lost. Aber mir völlig wurscht, können wir jetzt endlich den ersten Champions League-Titel in diesem Video gewinnen? Und Freunde, es ist tatsächlich endlich vollbracht. Tottenham Hotspur gewinnt das Finale mit 3:2 gegen Real Madrid. Und wir haben den ersten Champions League-Titel. Ausgerechnet die Spurs, die nie einen Titel gewinnen, holen sich hier einfach den Champions League-Sieg. Damit sind jetzt 16 der 32 Champions League Teams durch und wir haben bisher erst einen von 4 Titeln gewonnen. Aber das soll sich beim nächsten Spin ändern und als nächstes attackieren wir mit dem FC Liverpool. Und let's go, Freunde, ich habe Blut geleckt. Mit dem Kader holen wir jetzt den zweiten Champions League Titel. Oder aber wir verlieren das Auftaktmatch direkt gegen Ajax. Oh. Aber nein, Freunde, es ist an Peinlichkeit kaum zu überbieten, aber wir sind mit dem Liverpool-Kader einfach in der Gruppenphase als Dritter rausgeflogen. Liverpool reiht sich also als nächster Top-Club neben Man City ins unterste Tier ein und ich denke, der nächste Spin am Glückrad, Viktoria Pilsen, der wird sich da auch gleich einreihen. Und so ist es auch, Viktoria Pilsen war machtlos und wurde Letzter, aber sie haben immerhin einen Punkt geholt. Aber gut, das war auch eine Todesgruppe für Viktoria Pilsen und ganz ehrlich, sie sind nicht schlechter als Liverpool oder Manchester City. Wir drehen zum nächsten Mal das Glücksrad und wir bekommen wieder eine deutsche Mannschaft, Eintracht Frankfurt, den amtierenden Europa-League-Sieger. Und der Kader sieht knackig aus, vielleicht können sie ja jetzt auch in der Champions League angreifen. Yes, Freunde, hinter die Gruppenphase können wir schon mal einen Haken machen, aber im Achtelfinale wartet ein echter Kracher mit Manchester City. Und Moment, was macht UCD Dublin da im Achtelfinale gegen Real Madrid? Freunde, das ist der schlechteste Verein in FIFA. Junge, die sind einfach Zweiter in Gruppe H geworden und Juventus und PSG sind einfach ausgeschieden. Also, FIFA, ihr habt doch echt ein Rad ab. So, let's go. Kann die Eintracht jetzt gegen City überraschen? Hinspiel knapp, aber verloren. 1:2. Aber egal, Helden werden im Rückspiel gemacht. Und es ging gut los. Erste Minute schon in Führung, aber nur 1:1 und die Eintracht ist damit ausgeschieden. Heißt also, die Eintracht reiht sich hier im Achtelfinale ein und ist mit Leipzig bisher die beste deutsche Mannschaft. Aber keine Sorge, mit dem BVB und dem FC Bayern sind die beiden besten deutschen Clubs ja noch im Rennen. Und da muss mehr als ein Viertelfinale rausspringen. Ob der nächste Club auch zumindest ins Viertelfinale kommt, weiß ich nicht. Denn laut Glücksrad ist es Ajax Amsterdam. Aber Real Talk, der Kader, der kann sich sehen lassen. Und ich sag eine Überraschung, zumindest Viertelfinale. Und Sian, erstes Spiel gegen Liverpool, gleich mal 3:2 gewonnen. Ja, aber was soll ich sagen? Ich habe mich getäuscht. Wir wurden Dritter in der Gruppenphase und sind auch mit Ajax in der Gruppenphase ausgeschieden. Also das letzte Tier fühlt sich schon langsam ganz gut. Hoffen wir, dass der nächste Club das ändern kann. Und das ist laut Glücksrad der FC Porto. Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Club Brügge, machbare Gruppe für Porto. Let's go. Wie gesagt, machbare Gruppe und wir sind auch souverän weitergekommen. Punktgleich auf Platz 2. Und jetzt, Freunde, wird's richtig geil, denn im Achtelfinale wartet Juventus Turin. Und ihr wisst ja, Porto hat vor 2 Jahren mal Juve rausgehauen. Und für alle, die nicht wissen, was jetzt gemeint ist, das war damals ein Running Gag auf meinem TikTok-Kanal. Und letztes Jahr haben wir Juve rausgehauen. Hörst du endlich mal damit auf, Porto? Ja, im Hinspiel wurde es aber ein 0:1. Aber come on, meine Porto-Boys, ihr werdet das im Rückspiel doch jetzt noch rumreißen. Antwort! Nein, Juventus gewinnt mit 3:2 und auch der FC Porto scheidet im Achtelfinale aus. Aber jetzt wird's knackig, Freunde, denn laut Glücksrad spielen wir das nächste Champions-League-Turnier mit dem FC Bayern München. Und mit dem geisteskranken Kader sind die Jungs sicherlich im Real Life ein Mitfavorit auf den Champions-League-Titel und daher sicher auch in FIFA 23. Aber für den Anfang gilt es erstmal, diese Todesgruppe zu überstehen. Und es startet mit der 1:2-Niederlage gegen Barca, wo Lewandowski zweimal trifft und Kimmich sich rot holt. Fantastisch. Herrlich, und das zweite Spiel verliert man 3:2 gegen Viktoria Pilsen, also ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Natürlich, das dritte Spiel geht gegen Inter Mailand auch noch verloren, also was ist denn jetzt los? 3 Spieltage sind vorbei, die Bayern haben noch 0 Punkte, aber mit dem Kader, das ist völlig unmöglich. Ja, und super, endlich der erste Punkt gegen Inter Mailand, aber auch nur ein Unentschieden. Und dann reichen auch einfach nicht 2 knappe Siege gegen Barca und Pilsen, denn man wird Dritter in der Gruppenphase und scheidet einfach direkt aus. Ja, Freunde, und der Gesichtsausdruck vom lieben Joshua Kimmich, der spiegelt ziemlich gut wider, was ich aktuell fühle. Ja, das ist richtig. Somit macht es sich der FC Bayern, also mit Liverpool und Man City, im letzten Tier gemütlich. Wir haben jetzt nur noch 10 Mannschaften, die versuchen, den Titel zu gewinnen und die nächste ist Sporting Lissabon und ganz ehrlich, nee. Mit dem Kader ist spätestens im Achtelfinale Schluss, vermutlich aber schon in der Gruppenphase. Ja, und ich habe mich wie immer natürlich getäuscht, denn Sporting hat die Gruppenphase ohne Niederlage gewonnen und spielt im Achtelfinale gegen Bayer Leverkusen. Und auch das ist machbar.
Das Hinspiel gewinnen sie auswärts mit 1-0 und dann reicht zu Hause auch ein 1-1 und sie stehen tatsächlich im Viertelfinale. Zeigt mir persönlich wieder ganz klar, Fabi, du hast einfach keinen Plan vom Fußball und im Viertelfinale geht's gegen den AC Mailand. Hinspiel Champions League Viertelfinale, let's go! Ja, 0-1 Niederlage. Und ich versuche jetzt umgekehrte Psychologie das Rückspiel. Das verlieren wir sowieso. Sü, und das hat tatsächlich funktioniert. 4-2 Sieg in der Verlängerung. Und Sporting steht im Halbfinale. Na gut, und dort heißt der Gegner jetzt Manchester City. Das wird knackig. Aber wer weiß, vielleicht kann die Mannschaft wieder überraschen. Das gibt's nicht. Und das Hinspiel gewinnt sie tatsächlich mit 3-2. So, come on. Geht Sporting hier jetzt tatsächlich ins Champions League Finale? Und Antwort ja. Ein 2-2 Unentschieden reicht. Und Sporting Lissabon steht hier im Champions League Finale. Aber natürlich ist klar, der Kader schafft es in ein Champions League Finale. Und der vom FC Bayern. Bayern scheidet in der Gruppenphase aus. Ich könnte hier kotzen. Und jetzt das große Finale. Den einen letzten Schritt machen gegen Napoli. Und sie gewinnen in der Verlängerung wieder 2-1. Und Sporting Lissabon krönt sich hier zum Champions League-Sieger. Alter, das kannst du doch hier wirklich niemandem erzählen. Naja, und wer hat wieder an seine Jungs von Sporting Lissabon geglaubt? Der liebe Fabi natürlich. Mit dem Kader ist spätestens im Achtelfinale Schluss. Vermutlich aber schon in der Gruppenphase. Was? Nee, das hab ich so nie gesagt. Ja, egal. Sporting Lissabon geht also zu Tottenham Hotspur ins oberste Tier und dass die beiden die Champions League gewinnen, also das hat keiner von euch erraten. Und jetzt, Freunde, ist, glaube ich, alles möglich. Und warum nicht auch die Champions League jetzt mit Inter Mailand gewinnen? Von der Mannschaft her ist es sicher möglich. Man muss nur wieder die Todesgruppe überstehen. Ja, moin, und daran scheitert man bereits kläglich und zwar einfach als Gruppenletzter. Inter Mailand geht also ebenfalls ins letzte Tier und ich habe jetzt nur noch 8 Chancen, um zumindest zweimal die Champions League zu gewinnen. Und den nächsten Versuch werde ich laut Glücksrad mit dem FC Sevilla starten. Ich sag, Sevilla schafft es wieder maximal ins Achtelfinale, vermutlich aber wird in der Gruppenphase Endstation sein und hoffe auf ein Wunder, wie bei Sporting Lissabon. Kurzer Zwischenstand nach 3 Spieltagen, ich bin wieder komplett lost und Sevilla führt mit 3 Siegen die Gruppe an. Und es hat am Ende auch gereicht, um die Gruppe zu gewinnen. Und im Achtelfinale wartet mit Leverkusen ein machbarer Gegner. Oh, come on, kann Sevilla hier die nächste Überraschung schaffen? Hinspiel 2-2 auswärts, da ist noch alles drin. Jetzt nur im Rückspiel die Nerven bewahren, Freunde. Oh, und das gelingt ihnen ganz gut. 1-1 Unentschieden, aber im Elfmeterschießen die Nerven so richtig bewahren. Und im Viertelfinale warten jetzt die Spurs, auch das ist möglich. Ja, wird aber schwierig, wenn man das Hinspiel mit 0-3 verliert. Da braucht's im Rückspiel jetzt schon wirklich ein Wunder. Aber ja, Wunder passieren halt nicht immer. 1-3 gegen Sporting Lissabon, aber immerhin ein Viertelfinale für den FC Sevilla. Wir drehen zum nächsten Mal das Glücksrad und Borussia Dortmund ist ja da auch noch oben. Aber jetzt heißt es erstmal angreifen mit dem FC Chelsea, einem heißen Titelfavoriten. Der Kader hat enormes Potenzial, die Gruppenphase sollte kein Problem sein. Und die war auch kein Problem, souverän auf Platz 2, aber nicht hinter Milan, sondern hinter Dinamo Zagreb. Und im Achtelfinale wird es nicht leichter, denn dort wartet der FC Bayern. Und das Hinspiel zu Hause geht direkt mal 1-2 verloren. Oh, Freunde, ich habe kein gutes Gefühl für das Rückspiel. Ja, und ich hatte recht, wir spielen 2-2, aber scheiden mit dem FC Chelsea im Achtelfinale aus. Mit dem FC Chelsea wandert der nächste Top-Club ins Achtelfinaltier. Wir drehen wieder das Glücksrad und wird jetzt der BVB? Nee, es wird der FC Kopenhagen. Gut, der juckt niemanden. Denn der Kader ist näher an Schalke als an Champions League. Herrlich, da labere ich noch von Schalke und sie schlagen direkt den BVB mit 3-2. Und trotzdem wurde Kopenhagen Gruppenletzter, auch wenn sie 2 Siege hatten und lustigerweise zweimal gegen den BVB. Kopenhagen ist also der nächste Bewohner im gut befüllten Gruppenphase-Tier. Wir drehen zum nächsten Mal das Glücksrad und dieses Mal kann es Borussia Dortmund besser machen, denn sie müssen als nächstes spielen. Und ganz ehrlich, theoretisch ist mit dem Kader sicher eine Überraschung möglich und ich muss ja noch zweimal die Champions League gewinnen und habe nur noch 5 Versuche Zeit. Und Freunde, jetzt supporte ich einmal das Schalke für den BVB und dann werden sie in der Gruppenphase Dritter und scheiden aus. Es ist unvorstellbar. Sie gehen damit also auch ins Gruppenphase-Tier neben dem FC Bayern und Bayer Leverkusen. Und Eintracht Frankfurt und Leipzig waren mit dem Achtelfinale einfach die besten deutschen Mannschaften. Kannst du niemandem erzählen. Die nächste Mannschaft ist laut Glücksrad der SST Neapel und ganz ehrlich, mit dem Kader müssen die jetzt schon fast gewinnen, ansonsten wird das hier richtig eng mit der Challenge. Ja, perfekt, und Napoli gewinnt die ersten 3 Spiele, verkackt's aber dann und landet trotzdem nur auf Platz 3 und ist ebenfalls in der Gruppenphase raus. Und somit sind es nur noch 3 Mannschaften, Shakhtar Donetsk, Dinamo Zagreb und Olympique Marseille und ich muss auch nur noch 2-mal die Champions League gewinnen. Ob das was wird, das bezweifle ich. Ho, und ich habe mich getäuscht, mit Olympique Marseille wird's nochmal interessant. Die wurden knapp Zweite in der Gruppe, haben im Achtelfinale RB Leipzig ausgeschaltet, jetzt im Viertelfinale gegen den FC Liverpool gewonnen und stehen jetzt im Halbfinale. Und dort wartet mit dem FC Porto ein durchaus machbarer Gegner. Und im Hinspiel holt man in Porto immerhin einen Unentschieden raus. Es ist eigentlich ganz einfach, das Rückspiel zu Hause gewinnen und man ist im Champions League Finale. Und Sümann gewinnt 2-1 und ist tatsächlich im Champions League Finale. Das gibt's nicht. Und dort wartet jetzt der FC Barcelona, denn die haben im Halbfinale Manchester City im Elfmeterschießen rausgehauen. Jetzt heißt es nur Barca schlagen und die Überraschung ist perfekt. Und Sümann im Elfmeterschießen 2-2, aber Marseille gewinnt im Elfmeterschießen und ist der nächste Champions League Sieger.
hat. Das gibt's doch nicht. Die gewinnen mit dem Kader die Champions League und reihen sich jetzt mit Sporting und Tottenham ins oberste Tier ein. Und ich habe noch zwei Chancen, um den letzten Champions-League-Titel zu gewinnen. Mit Zagreb und mit Shakhtar Donetsk. Kommt schon, da ist noch mal was möglich. Antwort nein. Sowohl Shakhtar Donetsk als auch Dinamo Zagreb scheiterten direkt in der Gruppenphase. Und ich muss jetzt in die Eiswanne. Also dann, Freunde, rein da. Oh, wenn euch die Züge gefallen hat, guckt als nächstes gerne auch noch das Video. Und wir sehen uns. Tschüss. Oh.